hallo liebe HCE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE-TV. Ich befinde mich hier heute wieder bei unserer Pressekonferenz und zu Gast war Jonas Tümmler. Und natürlich hat er sich's nicht nehmen lassen und auch und ist auch Gast bei uns heute bei HCE-TV. Jonas, am Donnerstag um 19 Uhr spielt ihr gegen den amtierenden EHF-Cup-Sieger, gegen die Füchse Berlin. Du hast dort selber mal gespielt, bist auch gebürtiger Berliner. Freust du dich denn, deine Mannschaftskollegen, deine Ex-Mannschaftskollegen wiederzusehen? Ja, also ich freue mich immer, wenn die Füchse zu Gast sind oder wir bei den Füchsen sind. Habe mit vielen heute dort schon zusammen gespielt, mit ein paar zur Schule gegangen und man tauscht sich natürlich aus. Und ich freue mich riesig auf Donnerstag und hoffentlich bleiben die Punkte natürlich bei uns. Die Füchse sind ja wirklich eine richtige Top-Mannschaft, waren letztes Jahr auch Tabellendritter. Wo siehst du denn die Stärken der Füchse? Ja, Berlin hat auf jeder Position sind sie doppelt gut besetzt, haben viele Nationalspieler, haben eine starke Abwehr mit zwei guten Torhütern dahinter und spielen einen schnellen Ball nach vorne. Also ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also die sind eigentlich überall sehr gut und ja, um da überhaupt irgendwie was mitnehmen zu können, muss bei uns alles stimmen und wir müssen alles auf den Punkt spielen und dann haben wir eine Chance, sie ein bisschen zu ärgern. Dass ihr das machen könnt, dass ihr Top-Teams ärgern könnt, habt ihr ja letzte Saison auch schon eindrucksvoll erwiesen. Jetzt allerdings steht das Spiel auch ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Ihr habt jetzt noch zwei Personalien auf der Verletztenliste hinzubekommen. Michael Haas und Nikolai Theilinger werden euch mehrere Wochen fehlen. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen und wie könnt ihr die Ausfälle kompensieren? Ja, zum Kompensieren, also wir haben einen breiten Kader dieses Jahr. Müssen gucken, wie wir das dann machen. Also es entscheidet ja eh der Adli, ob wir dann vielleicht mit zwei Kreisläufern spielen oder irgendwas, wenn unsere Rückraumspieler mal eine Pause brauchen. Aber ansonsten haben wir ja noch den Büdel, den Link und den Steini und den Mapson. Und die machen das eigentlich super im Training und wechseln sich natürlich auf Halb und auf Mitte auch ab. Und dann müssen wir mal gucken. Also ich denke, das mit dem Kompensieren schaffen wir schon und ja. Ist da jetzt vielleicht auch so eine jetzt erst Rechtssituation bei euch in der Mannschaft? Also rückt ihr jetzt alle so ein bisschen näher zusammen oder? Ja, wir versuchen natürlich zusammenzurücken, um Emotionen mit ins Spiel zu bringen, damit wir das halt irgendwie den beiden oder den dreien, die jetzt verletzt sind, leider ein bisschen zurückgeben können. Und hoffen natürlich, dass wir irgendwie punkten können am Donnerstag. Genau, und wenn ihr zugucken wollt, wie der HC Erlangen am Donnerstag versucht zu punkten, dann kommt doch einfach in die Halle und wenn ihr dafür nichts bezahlen müsst, dann könnt ihr einfach die oben stehende Gewinnspielfrage beantworten. Ja, und mit ein bisschen Glück kommt ihr dann gratis in die Arena Nürnberger Versicherung. Anruf ist um 19 Uhr und die Gewinner, die werden am Mittwochabend bekannt gegeben. Ich drücke euch die Daumen und wir sehen uns dann am Donnerstag. Tschüss!